Willkommen zurück zur Aufnahme von Pokémon Gelb. Und wir wollten jetzt mit dem Typen hier quatschen. Und ich bin gespannt, was in der Höhle ist, wenn wir überhaupt reinkommen. Die Azoria-Höhle. Dort leben extrem starke Pokémon. Nur Pokémon-Liga-Champions ist der Zutritt erlaubt. Der ganze Aufwand für umsonst, ne? So, jetzt wollte ich aber mal... hier, Karte. Kraftwerk. Das Modell. Okay, dann düsen wir nach Lavandia. Jetzt können wir überall hinfliegen, das ist so gut, ne? Dahin. Ist das das Kraftwerk? Nein, Sith Scope. Mach das Unsichtbare sichtbar. Sif. Geduld. Dankeschön. Okay. Kommt man denn da hin? Ich muss, glaube ich, nach unten. Ich glaube, ich bin da noch gar nicht nach unten gegangen hier an der Ecke, ne? Auf jeden Fall nach rechts können wir nicht. Da oben war auf jeden Fall ein Schildchen. Was ist hier für ein Schildchen? Route 12, Norden, Lavandia. Ich glaube, hier war ich noch gar nicht. Hallo. Oberhalb der Treppe ist ein Ausguck. Ich glaube, da war ich... Ich war hier wirklich, glaube ich, noch nicht. TM39, ich denke... Okay, hier waren wir doch schon, weil sonst hätte ich nicht von der TM39 gequatscht. Na gut. Dann... Hauen wir uns mal auf unseren Alex und düsen mal hier gerade durchs Wasser. Da war doch ein Schild hier oben. Da bin ich total Banane. Wie komme ich denn da hin? Ach komm, ich fange jetzt mal noch ein Pokémon. Tentacher oder sowas. Irgendwas, was sich gerade hier so anbietet. Wenn sich überhaupt was anbietet. Hallo! Pokémons! Und dann halt nicht. Komm ich denn da hin? Oh, warte mal, was ist denn, wenn wir da reingucken? Du schaust durch das Fernrohr. Du siehst den Pokémon-Turm. Oh! There's an item. Da ist bestimmt eine Gülle. TM 16. Guck mal gerade noch auf die Karte, aber ich glaube, wir sind schon zu weit unten jetzt. Ja. Oh, wenn ihr das wisst, wie man da hinkommt. Jetzt ist das doch da oben. Kraftwerk. Ach, wollt ihr mich verkackeiern? Lars. Das Schöne bei Gold ist, dass man in Gold konnte man dann alle Punkte fliegen, die auch so auf der Karte auszuwählen waren. Hier könnte man jetzt nur in die Städte fliegen. Dann gehe ich nochmal nach Azuria City.
Lauf wieder mal hier nach rechts. Ach Gott. Und guck mal, ob ich von oben irgendwie da hinkomme. Tut mir leid, wenn ihr jetzt so hier so das mit angucken müsst. Aber dann müsst ihr jetzt einfach durch. Nee, Christoph, ja. Zum Glück haben wir hier schon alle bekämpft. Ich bin einfach irgendwie viel zu verwöhnt vom Gold. So, gehen wir mal hier gerade noch durch. Konnte ich da schon schwimmen? Ja, das habe ich schon. Ich glaube, ich konnte nicht schwimmen, ne? Dann werde ich wohl so... Dann werde ich wohl so dahin kommen. Wenn wir gerade eh schon mal hier sind, gehen wir ins Pokémon Center. Und dann gehen wir gleich wieder nach oben. Und dann schwimmen wir mal da lang. Und vielleicht kommen wir dann ja dahin. Dann können wir das mit dem Meisterball fangen? Oder. Gibt's nur irgendwie Mew oder sowas? Ich glaube nicht. Ich wüsste nicht, wo es das geben sollte. Oder? Ach, keine Ahnung. Ich kann es ja erstmal mit ein paar Pokébällen probieren. Nee, Alex. Meine Güte. Kannst du erstmal mit den Pokébällen probieren? Ach, guck mal. Sieh mal einer, guck. Wer bist du denn? Bist du auch ein Pokémaniac? Möchtest du meine Sammlung sehen? Willst du meine Briefmarken angucken? Wollen wir irgendwie Liebe machen? Ein Rehorn. Rehorn! Oh, Stärke. Aber er ist Level 30. Ich glaube, ich bin zum richtigen Zeitpunkt hier. Ich hätte nicht Stärke nehmen sollen. Ach, ich bin so doof. Ich wechsle mal. Shen. Okay. Nice. Schlurp. Nö. Dann macht Shen mal weiter. Ja, sehr schön. Okay. Shen erreicht Level 42. Oh, das geht aber jetzt fix hier, ey. Naja, macht nichts. Kraftwerk. Oh, hier sind auch so komische Dinger. Hier so komische Musik. Wir kommen auch bestimmt Zufallscamp. Das habe ich schon. Ach, Mann, jetzt habe ich mich schon gefreut, ne?
Aber das ist eigentlich so ein ganz gutes Level für Dave zum Trainieren. Oh, da liegt ein Item. Carbon. Ein Item, was ich nicht brauche. Ganz viele Items. Keine Gegner. Also keine Leute, die hier irgendwie rumgammeln. Noch so eins. Level 30. War das andere nicht 35? Ich glaube, das war auch 35 und... Ich weiß es nicht. Entweder war es 30 oder 35. Ich merke mir sowas nicht. Gibt es eigentlich noch eine Weiterentwicklung für Dave? Ich weiß das gar nicht. Ach, was weiß ich überhaupt? Bzzz. Ah, ein Voltobal. Oh, Level 40. Los, Dave! Mal gucken, was du hier so reißen kannst. Nee, oh, das geht doch. Ah, das will den jetzt töten. Nee, doch nicht. Aber das wäre so schön, wenn Dave den kaputt kriegt. Spezialattacken. Stärke ist nicht spezial, Stärke ist einfach hau drauf. So. Okay. Daumen, Daumen, töten. Fuck, ich weiß nicht, ob ich das benutzen muss. Also ich wollte das doch einfach bekämpfen hier. Ich weiß nicht, ob ich den Meisterball dafür benutzen soll oder ob es noch irgendwo anders irgendwie ein besseres Pokémon gibt, was man damit fangen sollte. Dave war recht Level 36. Oh, Dave, du reißt das hier alles raus. Ich glaube, ich gehe erstmal nach oben. Dieb. Ich glaube, nach unten ist richtig. Aber ich mache jetzt hier die ganzen Kämpfe, weil das ist gut für Dave. Das war jetzt unnötig, aber gut. Oh, das ist so riesig hier. Daumen, Daumen, Daumen. Aber es war schon irgendwie klar, dass diese Pokémon hier sind, weil es ist ja ein Elektrizitätswerk, ne? Oder Kraftwerk oder so. Aber ich schätze mal, hier geht es um Elektrizität. Sternschauer. Wow, war sehr erfolgreich. Okay. Bzzz. Bzzz, bzzz, bzzz. Okay, er muss Karateschlag jetzt herhalten. Weil mit Stärke ist nicht. Oh, das ging aber auch gut. Dave wird jetzt so lange hier kämpfen, bis gut ist. Also bis er hinüber ist. Oh, 3,30 ist gut. Ich muss erst mal überlegen, irgendwie, wenn ich das auswähle. Ich weiß auch nicht warum. Ah, Lichtschild, mach du ruhig. Elektroball. Ich glaube, das haben wir noch nicht.
Oh. Ich habe diese Attacke ja so vermisst. Ich wusste, dass da was liegt. Weil das wäre, man hätte keinen Sinn gemacht. Nur deswegen dahin zu laufen. Also nur deswegen, weil einfach nichts da war. Okay, ich muss gleich mal durchtauschen. Weil wir haben ja noch einen 39er, glaube ich, und das ist der Lars, glaube ich. Aber das mache ich jetzt in der Pause. Also in der Pause in Anführungszeichen. In der Zeit bis zum nächsten Part mache ich das. Ja. Tschüss.